Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in BFA mit meiner Schamanin. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört und die Kriegskampagne geht ja gleich weiter. So, Halford, das abyssische Zepter. Die Lordadmiralin hat einen Vorschlag für unseren nächsten Schachzug. Die Horde wird ganz sicher nicht damit rechnen, aber es ist gefährlich. Wir werden das abyssische Zepter zurückstehlen. Euer Name wurde genannt, als es darum ging, wer diesen Plan ausführen kann. Ich hoffe, ihr seid gewillt, diese Chance zu ergreifen. Trefft Lady Jaina in unserer Basis in Zibala. Sie hat dort weitere Informationen für euch. Beim Licht. Der erste Schlag wird unserer sein. Alles klar. Wieder nach Zibala. Da waren wir ja letztes Mal erst. Irgendwie kommen wir immer nach Zibala, ne? Immer. Ja, aber wir... Es geht ja um die Schlacht von Sulzasar, ne? Es begibt sich ja dahin. So, Fräulein Jaina, wo sind Sie denn? Da. Hallo. Ach, Sean ist auch hier. Schaut von Ihrer Unterredung mit Magister Umbringt auf, als ihr euch nähert. Diese Mission wird gefährlich, aber sie ist notwendig, um den Grundstein für unseren Sieg hier in Zandala zu legen. Alles klar. Schatzkammerjäger. Das abyssische Zepter ist ein mächtiges Artefakt der Gezeitenweisen und eine ernsthafte Bedrohung für die Flotte. Die Horde hat es gestohlen, aber es wird in der Schatzkammer der Zandalari aufbewahrt. Die Sturmwacht hat eine Kopie des Zepters angefertigt. Eure erste Aufgabe ist, das echte Zepter zu beschaffen, ohne Verdacht zu erregen. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid, den Plan zu besprechen. Holt das abyssische Zepter aus der Schatzkammer. Ah, das ist jetzt... Das Pendant zu der, glaube ich, zu der Hordenkriegskampagne, die wir letztens gemacht haben. So, wie lautet der Plan? Erzähl. Die Schatzkammer ist gut bewacht, aber Magister Umbrick und ich kennen einen Weg, wie wir unser Team einschleusen, ohne Alarm auszulösen. Mit Hilfe der Lehre können wir die Magie verbergen, mit der Lady Jaina das Portal öffnet. Wir glauben, dass wir alle potenziellen Nebenwirkungen eliminiert haben. Und mit Nebenwirkungen meint ihr Schattententakel und schleichenden Wahnsinn, oder? Ich frag das nur für einen Freund. Nehmt die Mission gefälligst ernst, Schönwind. Ich meine das ernst. Ihr kennt meine Freunde nicht. Wahnsinn wäre für manch einen eine Verbesserung. Und Tentakel sowieso. Wo wir schon mal da sind, dürfen wir uns vielleicht auch an der Schatzkammer bedienen? Kapitän Schönwind. Magister, ich glaube, wir können anfangen. Einen Moment. Ich verberge unser Eindringen vor ihrer Magie. Geschafft. Ich muss erst den Pfad hindurchfinden. Ah, da ist er. Viel Glück. Alles klar. Holt das abyssische aus der Schatzkammer. Machen wir. Ja, der Finn, wisst ihr noch, wie wir den besoffen durch die... Ah nee, das kommt, glaube... Nee, das kommt noch. Das habe ich auf dem Beta gemacht. Ein simpler Plan. Oh, ein Szenario. Gar nicht... Habt ihr verstanden, Captain? Klar, wie nur irgendwie... Hat sich dieser Golem gerade bewegt? Ihr habt recht, Kapitän Arosia. Oha! Wisst ihr, wo wir hier sind? Opulenz! Das sind die Räume zur Opulenz. Seht ihr das? Hier sind die Fallen. Ist sicher, jedenfalls vorläufig. Wir sollten uns beeilen. Hier sind Blitze auf dem Boden im Gang. Dahinter ist das Feuer. Was soll das sein? Es muss einen Kontrollschalter geben, Arosia. Seht ihr einen? Ja. Ja, ich sehe einen. Ja. Ja, ich hab ihn. Und da sind wieder Masken. Der nächste kommt der Feuerraum, da werden wir Spaß kriegen.
Ja, sure, kannst du mal. So. Und der nächste. An der anderen Seite dieses Raums ist wahrscheinlich ein weiterer Schalter. Ich hoffe, ihr habt recht, Kumpel. Ich kann von hier aus rein gar nichts sehen. Ich sehe ihn, der ist wieder an der gleichen Stelle. Also der Captain Finn und ich werden euch den Rücken frei halten. Okay. Da muss ich dran. Nicht falsch, statistisch kann ich Ihnen wirklich nichts vorwerfen, aber ist das nicht. Was? Was hat er geschrieben? Nur vor, ihr müsstet jedes Mal, wenn ihr etwas Ankerkraut aus eurem Schließfach holen wollt, eine feurige Hölle. Ja? So. Und jetzt? Kommt ihr nicht mit? Oh je. Au! Deaktivieren. Jetzt kommen die Jungs erst, weißt du, lassen das Mädel die Arbeit machen. So, und jetzt? Da ist wieder was und da sind zwar kleine. Zur zentralen Kammer, die ist links. Und hier sind wieder Mobs. Da, wo sie das Gold stapeln. Kann ich die Opulenz jetzt allein legen, ja? Eieieiei. Die sind beide zu dem da gerannt und ich habe den hier gekriegt, ja? Na gut, wenn die Jungs das noch machen wollen. Komm, stirb. Ja, und hier ist nochmal so ein Raum, ne? Eieiei. Und jetzt sind hier wieder die Schutzgeister. Was ist das hier? Adalas. Wieso können die Adalas machen? So Hexen oder was? So. Den muss ich auch nochmal looten. Könnte ich sogar abbauen. Aber ich spare mir jetzt mal das, das Erdele. Ist da? Weiß ich noch nicht. Weil, du weißt, was im nächsten Raum noch kommt. Ich hab echt beide am Arsch, ne? Krieg ich da irgendwas, wenn ich die abbaue? Monolith, ja, ein bisschen, ne? So, Jungs. Kehrt zum äußeren Gang zurück. Oh, das ist die Opulenz. Guck mal, wie sie alle rückwärts laufen. Das ist die Opulenz. Ausschalten. Das Ding ist tot, ne? Das ist Schatzkammerwächter. Okay, okay, junger Mann. Dann wollen wir mal. Na, na, na. So ja nicht. Okay, den mächtigen Schlag hätten wir wahrscheinlich aus. Die Opulenz. Das sag ich ja. Oh nein, müssen wir jetzt wieder durch den Gang hier? Dringt tiefer in die Schatzkammer. Jungs? Auf dem Boden sind Blitze, ja. Sehe ich. Jetzt muss ich warten, bis der Kringel wieder rauskommt.
damit ich hier einmal rumlaufen kann. Um da dran zu kommen, ja. Ach, kommt Jungs. Wenn Mutti das hier nicht machen würde, ne? Die haben bestimmt keine brennbaren Wertsachen, diese Schatzkammern. So, der ist zu. So, und jetzt ganz nach vorne. Alter. Im Prinzip haben wir jetzt alle Fallen gemacht, die wir im Raid auch machen würden. Oha. Okay. Das heißt, ich muss jetzt der und der ausweichen. So. Zack. Und warten wir mal eben, bis die Jungs da sind. Jungs, kommt ihr doch ran? Jungs? Wundert mich sowieso, Gruppe, dass ich hier... Aber das ist wahrscheinlich, weil ich meine Anzeige noch so habe von Raid früher. Alter Falter. Gibt's hier einen Hebel oder so? Kommen hier immer mehr? Ja, die reden auch nicht unbedingt die ganze Zeit mit mir, die beiden hier. Da hinten ist noch einer. Kann man den angreifen? Ja. Jungs. Noch mehr Fallen. Ach du lieber Gott. Wie komme ich denn? Gibt es da einen Hebel? Nee, da gibt es keinen Hebel. Ja, ich würde sagen, ich tourne dann einfach mal hier durch. Ach scheiße, jetzt bin ich betäubt. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss mich bei ihm heilen. So. Da ist sie. Ey, was ist denn das für ein Szenario hier? Jungs, kommt ran! Seid ihr da? Jo. Meister Shaw? Menü? Und jetzt? Ich soll Schorbes schützen, oder was? Ich hatte bemerkt, dass ihr zu mir hin... Ja, dann mach mal. Keine Sorge, ihr könnt euch auf uns verlassen. Ich mach jetzt einfach mal das Element hier. Elementar. So, und schön da rein. Schön Wind, hau mal raus. Gib doch ein Bierchen. Wir haben da noch mehr von, ne? Der Große kommt da, glaube ich, gleich noch. Dass der überhaupt keinen Schaden nimmt, wenn er da vorne steht. Seid ihr bald fertig? Es ist ein komplizierter Mechanismus, der Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert. Mit Geduld habe ich nicht so. Geduld habe ich nicht so. Ja, dann schön Wind, komm ran. Wir haben ja noch Freunde.
Hand gehen? Tipps geben? Ich kenne mich aus. Sind ein paar mystische Masken zu viel für den berüchtigten Flint Schönwind? Macht euch keine Sorgen. Braucht mehr als ein paar gruselige Masken. Grimmige Steinbohlen, um mich einzuschüchtern. Ja, wobei, irgendwie erinnern mich grimmige Steingolems total an meine Ex. Mich grimmige Steingolems immer an meine Ex. Die erinnern mich an meine Ex-Freundin. Ja, wow. Mal kurz heilen. Von allen Seiten auf die Decke krieg. Das kommt bestimmt gleich der. Ja, das war so klar, dass der jetzt kommt. Komm mal her, du. Und noch ein Erdbeben. Kriegst du auch noch mit drauf. Alles drauf. Kipp einfach um. Ergib dich. Ergib dich einfach. Na Gott sei Dank. Bauen wir den noch ab? Die letzte Falle ist entschärft. Passabel, Schönwind. Was jetzt? Mein Name ist Shaw. Nehmt die Kopie des Zepters, um den Austausch vorzunehmen. Vorsichtig. Keine Sorge. Das wird schon. Oh oh. Oh oh. Darf ich mir jetzt Sorgen machen? Keine Zeit. Jetzt rennen wir. Oh wei, oh wei, schnell! Eieieiei, gejagt von der Opulenz. Uhu. Ich hoffe, die macht das Portal zu, verdammt! Die Mission war ein Erfolg auf ganzer Linie, wie es scheint. Ich werde dafür sorgen, dass der Hochtüffler die Informationen bekommt, die ihr gesammelt habt. Schon als ich jung war, habe ich viele Geschichten über das abyssische Zepter gehört. Es ist nicht nur ein taktischer Sieg für uns, sondern auch gut für unsere Moral, das Relikt wieder in unseren Händen zu halten. Ich danke euch. So. 370. Danke, Missetat begangen. Na, Harry Potter? Die Karte des Rumtreibers? Missetat begangen? Naja. Danke, dass ihr dieses Artefakt zu uns zurückgebracht habt. Da wir das Zepter haben, kann die Flotte vorrücken, ohne Angst haben zu müssen, dass die Meere sich gegen uns wenden. Bitte meldet unseren Erfolg, Hochkommandant Würmbahn. Erstattet, ja, und dann kriegen wir natürlich neue Klamotten. Die holen wir uns jetzt auch mal ab. Habe ich Geschichten von der Macht dieses Artefakts gehört. Ich bin sehr erleichtert, dass die Horde es nicht gegen mein Volk einsetzen kann. Danke, dass ihr es zu uns zurückgebracht habt. Ja, und alle verschwinden. Und ich natürlich auch. Und ich würde fast vermuten, wenn wir ankommen, gibt es gleich wieder die nächste, weil uns fehlt ja quasi noch die Mission, die uns Richtung Schlacht von Dazalore bringt. Na, ich meine, wir haben das Zepter, wir haben den Affen. Ah, viel fehlt ja nicht mehr. Ich meine, die ganzen Hordensachen kennt ihr ja aus dem Stream oder aus den anderen Aufnahmen. Und jetzt zeige ich euch halt einfach nochmal den Allianzkram. So, Hallöchen. Das Schicksal ist uns heute heut. Da ist nämlich gleich die nächste. So, ausgezeichnet. Wir waren sehr besorgt darüber, dass sich das abyssische Zepter in den Händen der Horde befand. Jetzt, da wir es geborgen haben, können wir nicht nur unsere endgültigen Pläne vorantreiben,
Wir haben auch unsere Freundschaft zu Kultiras erneut gestärkt. So, im Kopf haben wir einen 385er, Schulter haben wir 345 und Brust 360. Ich würde fast sagen, wir nehmen 26, 9, wir nehmen die Schulter, weil die am niedrigsten ist. Jawohl, Missetat begangen. Auf ein Wiedersehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn wir den nächsten Teil der Kriegskampagne führen. Die, glaube ich, wirklich die letzte vor der Schlacht ist. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye, bye.